Morgen. Es ist schon nach 6. Offenbar. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. So, so ist besser. Ja. Also um es nochmal richtig jetzt zu sagen. Warum hältst du mich da immer so? Du hältst immer so irgendwie. Ja, weil du immer den Weg hin, dass ich wollte irgendwie ganz anders gehen und du gehst irgendwie. So, wie ihr seht, haben wir noch perfektes Licht. Offensichtlich. Und wie ihr seht, Alex ist total gut gelaunt. Ja, das ist nämlich unmöglich mit Natalia früher rauszugehen, sodass ja, man gescheites Licht hat. Natalia weil versucht, alle Ziele und alle Pläne, die für den Tag gestaltet waren, auch zu erreichen und die Sachen zu machen, die wir gesagt haben, dass wir die machen. Gell? Klar. Ja, natürlich. Es war auch einfach viel zu tun. Eigentlich wollten wir im Augarten filmen und das geht jetzt nicht, weil es wieder regnet. Ja? So wie gestern beim Training. geht es heute genauso weiter. Aber wir gehen jetzt einfach in ein Kaffeehaus. Liebe Viewer, wir zeigen euch schöne Bilder, dafür ist uns nichts zu teuer, drum gehen wir jetzt in ein Kaffeehaus. Genau. Ja. Also, gib uns ein Like. Genau. Okay. Gut, bis gleich im Kaffeehaus. Ja. Also, was ist jetzt passiert? Natalia ist schuld. Ich spreche überhaupt nicht mit meinem Mann. Wir sind jetzt hierher gekommen. Ich habe mir einen wunderbaren Kaffee bestellt. Koffeinfrei mit Sojamilch. Wir haben angefangen zu filmen. Dann hat sich herausgestellt, dass es vielleicht hier ein bisschen zu laut ist und das Mikrofon der Kamera nimmt das nicht auf und das andere, das wir mitgenommen haben, irgendwie ist die Karte voll. Dann ist Alex rausgegangen, um zu schauen, ob man uns hört, ob wir weiter aufnehmen können. In der Zwischenzeit ist die Batterie ausgegangen. Und Alex hat zwar eine zweite Batterie mitgenommen, aber irgendwie komischerweise hat sich herausgestellt, dass diese Batterie auch leer ist. Deswegen können wir eigentlich nicht wirklich filmen und nicht dieses Thema besprechen, das wir besprechen wollten. Vielleicht machen wir das morgen. Für heute wollte ich euch erzählen, wie fantastisch mein Mann ist, weil er jetzt erzählt, es ist meine Schuld, weil den ganzen Tag war es schön und trocken. Und was passiert, wenn wir rausgehen? Es schüttet und es wird dunkel. Und die Tatsache, dass wir kein Licht haben und kein Strom, ist natürlich meine Schuld. Ja, das ist klar. Ja? Ja, logisch. Wie seht ihr das? Also, den heutigen Vlog habe ich ziemlich verbockt. Wir sind extrem spät erst rausgekommen, so wie ich vorher schon gesagt habe, weil wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Und eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was wir in der Früh besprochen haben. Das Arbeiten. Okay. Wir haben darüber geredet, wie wichtig Arbeit und wie wichtig die eigene Vision ist für das eigene Leben. Und darüber wollten wir heute eigentlich ein bisschen länger sprechen. Nur die Kamera ist leer. Das hat euch Natalia eh schon gesagt. Alles ist leer, es regnet, es ist dunkel, es ist laut und es ist alles nicht so, wie es sein sollte, gell? Genau, Natalia ist schon. Natürlich, ja, der Frauen. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, ihr wisst, was zu tun ist. Like. Abo. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, dass ich total nett bin eigentlich und ihr wisst trotzdem. Like. Abo. Genau. Clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try.
So, ich finde es übrigens hier gerade sehr, sehr romantisch. Ich bin jetzt kurz rausgegangen, um ein bisschen Regen zu filmen und die wunderbare Stimmung. Und Alex ist jetzt ein bisschen traurig, weil das Ganze heute nicht so funktioniert hat, wie er es gewünscht hat. Und um ihn zu motivieren, gib uns ein Like und subscribe. Würde mich sehr freuen. Look at beautiful stars, I wanna drive a faster car.